sind wieder da. Ja, also Sport, klar. Oh, finde ich voll in Ordnung. Oh, da war der Maus. Der Maus, ja. Ja, Sport achtet ja keiner drauf, vor allem sieht man das ja auch, wenn du jetzt irgendwie schlecht im Sport bist. Genau, ich meine, dann bist du dick, ja gut, das sieht fett. Man, das muss nicht immer unbedingt sein. Stimmt, ja. Das du kannst saugut trainiert sein, aber einfach nicht sehen. Du kannst blind sein. Ja, ja, aber ja, das siehst du auch. Ja, trotzdem. Das Talk andere wäre Kunst. Ich meine, Kunst, wofür brauchst du das? Ja. Ich meine, klar, also mir macht Kunst Spaß. Ich bin ja auch nicht der Schlechteste, sagen wir mal. aber wofür? Ich meine, wenn jemand gerne malt, zeichnet, kann er das auch zu Hause machen. Das braucht man nicht im Unterricht. Lol, guck mal die Werte. Nicht schlecht. 124. Jo. Naja, Was waren die beiden? Hatte ich nicht drei gesagt? Aber eigentlich sind es nur zwei. Erdkunde und Bio hatten wir schon. Ja, Erdkunde, ja, Bio, obwohl, ja so, Erdkunde so, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also, ist schon so ein Grundwissen, was man haben sollte, also man sollte schon wissen, wo man lebt. Obwohl ich das auch nicht so wichtig finde, jetzt mit Jahresdurchschnittstemperatur, Jahresmitte und so. Ja. Und all sowas, also, innertropische Konvergenzzone. Also. Hatten wir schon, Rallye? Rallye, ja. Nein. Rallye ist aber auch unwichtig, finde ich jetzt mal. Ich weiß, woran ich glaube, und das muss mir kein anderer mehr sagen. Außerdem, ganz im Ernst, ich glaube nicht mal an Gott. Ja, das ist auch so eine Sache, also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich an Gott glauben soll. Also ich habe Konfi gemacht, ich bin konfirmiert und so, aber auch nur, um das nicht nachher nochmal zu machen. Aber ich weiß nicht, so richtig glauben, ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben jetzt so ein großer weißer Mann sitzt und sagt, mach dies, mach das. Also ich kann an sowas nicht glauben. Naja, ne? Also, ist schon so eine Sache, aber eigentlich finde ich die Idee von Gott schon gut. Also, ja, aber die gibt Menschen Kraft und so, und das finde ich ist eine Sache, die sollte man, da sollte man nichts gegen sagen. Also ich finde das vollkommen in Ordnung. Jeder sollte glauben, was er will, aber ich weiß nicht. Dann he wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Ja, das würde ich auch mal so... Was machst du da? Ich saß so unbequem. Egal. Hilfe den Leuten um den Leuchtturm. Schwierigkeitsgrad, schwierig, Belohnung, 1000 DP und Cash. Yes. Now, if you want to get off this island with the rest of us, nee, ich glaub eher neben go das. Talk to my people. Oder Hauptquest? See what you can do to help, okay? Oh, ich brauche unbedingt den Energy Drink, der da steht. Guck. Oh ja. Oh, Jack Daniels. Dead Island. Siehst du das? Auf dem Dead Island Tourist, oder? Story. Everything seems nicht gut. Immer so diese Easter Eggs. Deserted closer. Schuhe. Informant has been exposed. Das ist doch was für dich. Was ist das da? Eine Zeitschrift. Right. The door appears to be ajar. Egal. Wir gucken einfach mal im in den Questlog. Ne? Hm? Zeit totschlagen, klopfen an den Himmelstür. Nee, das ist Nebenquest. Ach so. Ich glaube, wir machen erstmal auf Sendung weiter. Hoffnungsschimmer? Rede mit Darwin. Ja, dann machen wir mal mit Darwin. Ich kenne die Quest noch. Die wird schwer, weil da wieder so ein Schlechter kommt, aber den muss man nicht bekämpfen. Den kann man auch umgehen. Aber der ist trotzdem scheiße. Das werden wir noch alles sehen. Aber warum glaubst du nicht an Gott? Was ist die Sache? Ganz einfach, also kommt einfach komisch, weil ich glaube an Gott, glaube ich eigentlich schon so ein bisschen. Ja, aber nicht daran, dass man ein Leben nach dem Tod hat. Daran, was soll das bringen? Also, was soll das bringen? Klar. Wie soll das gehen? Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber irgendwie ist es so eine Sache, es kommt einem so schützend vor. Absolut. Stell mal vor, führt euch das einfach mal vor Augen. Ihr sterbt und ihr seid einfach weg. Also, es ist nichts mehr. Gar nichts. Das kann man sich nicht vorstellen. Nee, und dann unendlich lange. Ja.
Deshalb glaube ich eigentlich daran, auch wenn das ein bisschen schwachsinnig klingt, dass man wiedergeboren wird. Das ist das einzig Logische eigentlich. Ja, also ich meine, es gibt ja diese Sachen, ich glaube nur so halb daran, aber das nach dem Tod, es wurde ja gemessen, dass danach die Menschen weniger wiegen, irgendwie 0,25 ja, Gramm. Ja, irgendwie sowas. War das nicht 0,4? Egal. Nee. Dass die Seele dann einfach vielleicht irgendwo anders sich wieder verfestigt, aber auch das kommt mir so... Ich glaube eher, dass das mit der Blutzirkulation zusammenhängt. Ja. Ja, komm. Fahrendes Auto und stehendes Auto wiegen auch genauso viel. Ja, aber es hat Bewegungskraft. Ja klar, trotzdem. So. Oh, Auto fahren. Ja. Ich rutsch mal auf die Seite. Nein, nicht aussteigen! Oh, dumme Schlampe. Ich rutsch auf die Seite, oder? Warte. Das war ich, Entschuldigung. Ach so. Mal sehen. War es deine Mutter? Uhuhu. Hallo? Es ist gerade mal 6 Uhr. Kommst du bitte langsam nach Hause? Mach du weiter. Ja, dann fahren wir mal eine Runde, ne? Zu unserem Festort. Ich bin nicht so der Beste im Fahren, bitte entschuldigt mein Fahrstil. Oh mein Gott, soll ich jetzt schon gehen? Ist ja unglaublich. 6 Uhr? Ja, ja. Meine Mutter ist nicht mehr so cool. Ist mal cool. Ja. Oh, ein Zombie mitgenommen. Ja, ja. Alter. Ruckelt das hier so. Oh. Oh. Aber irgendwie finde ich es auch so halb doof, nur an Gott zu glauben, damit man nicht denkt, man ist dann einfach weg. Jetzt kommt ja mir ein bisschen Pussy auf. Irgendwie schon, ne? Ja. Oh, ich hätte die Waffe reparieren sollen. Was? Du auch nicht? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal die Waffen reparieren. Oh ja. Das heißt, wir werden... Lol, das Auto ist voller Blut. Alter, ich will nicht auf die Rückbank. Was war das für ein Scheiß? Weg hier, ich will hier raus. Wir fangen im Auto. Der Albtraum. Einer jeden Frau. Okay, ich würde sagen, wir fahren dafür erstmal zurück nach... Ich habe keine Lenkung. Jetzt geht's wieder. Na, zu der Rettungsstation. Ja. Ja, ja. Es ist erst 6 Uhr. Was hat deine Mutter wohl darauf geschrieben? Es ist schon 12. Ein Zombie mitgenommen. Wow. Knapp. Alter. Was denn? Halbe Stunde noch, dann kommst du nach Hause marschiert. Ha, sind wir in 1945. Ich denke, dann machen wir nach der Aufnahme hier auf Schluss, oder? Ja. Das, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Ah, noch ein bisschen. Ja. Oh, komm, bleib offen. Oh. Scheiben kaputt. So. Habe ich nicht toll eingepackt? Oh ja, natürlich. Oh yeah. Egal, wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir mit anderen Spielern mal zusammenkommen. Ja. Der George wollte sich doch. Ja, aber erst am 30. Dann hat er erst einen 100.000er. Ach ja. Ja, wir reden gerade von einem Käffchen namens Naurot. Und dieses Käffchen hat bis jetzt keinen WLAN. Weil der Bürgermeister pleite war. Finde ich geil. Aber jetzt kriegen die eine 100.000er-Leitung. Ja, ja, von 0 auf 100.000, ne? Ja. Ah ja, wir wollten unsere Waffen reparieren. Genau. Die reparieren wir noch und dann würde ich sagen, machen wir Schluss, ne? Ja. Jeden Fall. Ermüdendes Eigenbaumesser. Oh ja, das sollte nicht kaputt gehen. Ah, das kostet aber so viel. Oh. Wir können nur eins reparieren. Was ist das für ein Scheiß? Na gut, wir haben das Hackmesser haben wir noch. Ich würde sagen, die Sichel machen wir dann. Auf jeden Fall, weil die nicht so viel kostet. Ja, auf damit. Okay. Dann haben wir noch Cash. Also Scheiße. Noch 99. Oh yeah. Hast du vielleicht noch irgendeine offene Quest? Ich kann noch was verkaufen. Ja, komm. Naja, das werden wir aber erst alles, oder? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, kannst du jetzt schon schnell machen. Mit verkaufen alles? Ja. Ja, komm.
Das heißt hier schnell, wir haben noch Zeit, aber. Ja, da rein. I heard the scourge came. So, ich will nichts kaufen, ich will was verkaufen. Schweres Tauchermesser auf keinen Fall. Irgendwas, was wir hiervon nicht brauchen. Rundmesser? Kann man das nicht für Nee, kann man nicht. Das ist einfach nur so ein verschiedenes Zeugs. Ich würde sagen, das verkaufen wir einfach mal. Dann Brecheisen, das brauchen wir nicht mehr. Ja, dann haben wir 4 Waffen. Davon reparieren wir. Das Tauchermesser brauchen wir das eigentlich noch. Ich weiß nicht. Ich würde sagen. Einsetzen tust du es nicht mehr. Nee, aber wenn jetzt hier alle Waffen runtergeschrubbt sind, wie. Ja, Eigenbaumesser hat noch 5%. Ja. Nein! Ne, 148 brauchte das, du kannst reparieren. Gut. From outer space. Also glaube ich 148. Ich glaube 145. Oh, da ist ja noch was hinter der Tür. Das Klo des Schreckens. Hier habe ich hinunaniert. Wie geht? Wieso? Ich habe da wirklich hingepisst. Onaniert ist nicht dasselbe wie uriniert. Nein, ich habe uriniert gesagt. Du hast onaniert gesagt. Hast du mich falsch verstanden? Ja, ja, das tut jeder. Schreibt's in die Kommentare, was ich gesehen habe. Luis. Gesagt. Okay, das reparieren wir mal. Der Luis hat Schnupfen. Der guckt das. Oh, das ist aber der Einzige. Ja, das ist wahr. Also. Ja, wirf's weg. Wie es weitergeht, werden wir nicht jetzt erfahren. Werdet nicht ihr in der nicht nächsten Folge, sondern in der nächsten Aufnahme, die in der nächsten Folge ist. Und das wird bald sein. Ja. Kann man eigentlich die Luft reifen lassen? Dies und mehr Mysteriöses werdet ihr jetzt in der nächsten Folge von Dead Island sehen. Auf Wiedersehen, Kinners. Luis. Tschüss.